willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Guck mal, das ist die Genaya. Das ist der Hannes. Nein. Nicht Spaß, das ist der Thomas, ne? Und guckt mal hier in meinem Süßigkeiten-Shop, habe ich was mitgebracht. Für den Thomas ein 5-0er Starkbier. Hey. Für die Genaya habe ich ein 5-0er Starkbier. Denn die sind jetzt angereist am Sonntag, wo die Giga Dynamax Raids sind und weil gestern ja Bisa Floor geradet wurde, nimmt man das heute, um gegen Turdok zu kämpfen. Da wollen wir jetzt hin, aber mach mal das Bierchen auf, nimm mal einen ganz kurzen Schluck, sag mir mal, wie es schmeckt. Ach Thomas, ich bin so aufgeregt. Es ist haarig. Ja, schnell, ich habe keine Zeit, 25% Akkuhilfe. Das kann bestimmt vom Adi sein. Schmeckt? Riecht stark. Ist ja auch ein Starkbier. Ist ja wunderbar. Kann man trinken? Kann man trinken, da bin ich jetzt überrascht. Mach schnell auf. Jenna, wir haben noch keine Zeit. Stress, Hilfe. Die Dose passt zu deiner Jacke. Um mal kurz normal zu sein. Schmeckt's? Schmeckt interessant. Deswegen muss man sich auch immer gleich einen 24er Tray holen. Und damit ich mit euch überhaupt mal anstoßen kann, muss ich meine jetzt schnell aufmachen. Ich habe ja gedacht, aber wir haben ja Zeit bis halb, bis wir die leer haben müssen, weil dann wird ja erst geredet. Prost! Wir gehen jetzt auf zum Turdok-Raid. So, das ist der Thomas. Prost! Der ist schon wieder total genervt. Punkt 12 Uhr kamen die neuen Raids. Wir gucken auf Campfire und sehen, ganz da hinten beim Teegut ist Turdok. Wir brauchen Turdok. Wir laufen los zu Turdok. Genau, habt ihr gut mitgedacht. Jetzt kurz bevor wir beim Turdok sind, ist da einfach ein Glurak statt ein Turdok. Ich habe in Campfire geguckt. Campfire sagt, Backhaus Nahstedt ist Turdok. Jetzt siehst du, es ist gar kein Turdok, es ist ein Glurak. Kommando zurück. Der Dragonite ist da oben irgendwo. Der wollte dann noch auf seinen Kollegen warten, dann wollten die zum Nahstedt kommen. Jetzt muss er wem wieder schreiben und sagen, nee, nicht dort. Wir müssen in die Stadt auf dem Markt bei Yo, was auch immer das ist. Da ist ein Turdok. Ob die beim Volkshaus jetzt waren, ob die das checken und dahin gehen, ob der Dragonite es checkt und dahin geht, ob die mit uns laufen wollten, aber der Dragonite die einfach eingesammelt hat, die Partikel, ob die dahin gehen. Danke an den Immens Jens. Der hat zuerst reagiert und in der Gruppe auch gesagt, hier, falsch, hier, yo, und hat gleich auch Koordinaten gepostet, damit alle wissen genau, wo sie hin müssen. Also, ich hasse dieses Feature jetzt schon, wenn auch nicht mal was funktioniert. Ich bin so froh, wenn das Wochenende einfach zu Ende ist. Und zur Beruhigung gibt es jetzt noch einen kleinen Brunnen. Guck. Das ist der Brunnen, guck ihn dir doch an. Wenn jetzt alle in die Stadt auf den Markt zu, yo, und dann wird das mit halb und der Planung sowieso nichts und dann warten wir und dann habe ich keine Ahnung. Danke der Jentik. So, und pass auf, was ist passiert? Der Konstin ist da. Guck dir das an. Seit 5 Jahren haben wir uns nicht mehr gesehen. Keine Haare mehr. Haare sind aber auch nicht eine Falte mehr. Richtig genial. Damals bei jedem Seed Day immer mit rumgerannt, hin und her gesagt, ach, ich verfolge deine Videos, komm, wir kommen mal nach Hibo, wir machen mal zusammen einen Seed Day, laufen da rum. Richtig genial. Also ich hasse das Giga Dynamax Feature, aber ich muss sagen, irgendwie bringt es ja gerade trotzdem die Leute zusammen. Come together. Das ist wieder was Gutes, auch wenn wir den Endstress haben. Jetzt warten wir noch auf die Karo und die Österreicher sind auch noch da. So, apropos Österreicher, das ist der Markus, den kennt ihr noch aus der Gera. Weil der Gera-Mann, der hat die Österreicher nach Gera geführt und da stehen sie mit der Tiso. Zack, da habe ich hinten irgendwo mal unterschrieben, als sie da ihr T-Shirt anhatte. Die hat sogar hier noch Gastgeschenke mitgebracht. Samyang Original aus Japan. Guck mal, du kannst nichts lesen und das neue Logo drauf. Perfekt. Sandra holt jetzt noch Brötchen mit Jonas und dann gucken wir mal, ob wir mehr als 40 sind und Probleme haben oder ob das super funktioniert. Oh, sie kommt. Kamera aus. Also, wenn wir das nicht schaffen, ne? Dann will ich auch nicht. 36, 38, wir haben gleich die Lobby voll. Die Lobby kommt. Nein, alle rein. Ob rein jetzt. 39. Jetzt. 40 voll. Wir
wir können loslegen. Kannst du mit einem raus, Dragonite? Kannst du mit einem raus? Ja, wenn der nicht wichtig ist? Der ist nicht wichtig. Weil ich sollte zwei für jemanden mitnehmen. Weil der ist jetzt in der Extra-Lobby. Jetzt gehe ich schnell raus und wieder rein. Schnell! Bist du drinnen richtig, in der richtigen? Nee, bin wieder falsch. Weil es ja schon unten drunter ist. Ach du meine Güte. Ja, jetzt haben wir es beide verkackt. Und nochmal können wir es nicht machen. Perfekt. Das ist Giga Dynamax. Das ist Pokémon Go. Meine Damen und Herren. Die ganze Zeit machst du dir Sorgen, dass es nicht genügend Leute werden. Und jetzt plötzlich, wenn du den Dragonite rausholst und sagst, tu mal in deine 30 Gruppen reinposten, vielleicht passiert es ja trotzdem. Vielleicht findet man sich. Vielleicht kann man ja was machen. Jetzt sind die Österreicher also da. Ein Account jetzt sind die. Bei mir auch schon weg. Nee. Hier die aus. Da unten halt hier. Wie heißt das hier? Wo die herkommen? Alle sind auf jeden Fall da. Und jetzt sind wir sogar mehr als 40 gewesen. Dragonite geht raus mit einem, dass ich vom Kaiser Kai den einen noch mit reinnehmen kann. Der war aber in der Extra-Lobby. Da war die Zeit aber um. Irgendwie war. Es wurde ja schon gestartet, obwohl es noch gar kein Go gab. Das waren wieder die Leute, die man nicht sieht. Die Bösen. Grüße an Jens. Und jetzt müssen. Oh, einer kämpft mit Bisasam. Das ist auf jeden Fall richtig genial. Ich hab grad gesagt, mit dir müssen wir weg. An Bisaknosp ist. Oh, der Boy, guck dir das an. Achso, ich hab auch gar nichts ausgewählt. Gestern pushst du noch jedes Dynamax Bisa-Floor. Und fängst an, die Giga Dynamax Bisa Floor zu pushen. Und jetzt siehst du gerade, dass es Quatsch war, weil du noch nicht mal ein Team ausgewählt hast. Jetzt komme ich mir vor wie der Schilling, ja? So, nur ein bisschen aufgedrehter. Ich habe heute wieder ein Schilling-Video geguckt. Ich wäre fast eingeschlafen. Der ist ja so gemütlich unterwegs. Den gucke ich dann immer auf mal zwei im Stream. Und weil ich den im Stream ja kaum gucke, ist mir das erstmal wieder aufgefallen, so den Zuschauern, so wenn es so mal zwei normal, ohne so richtig so, als hätte er gar keinen Bock mehr. Aber er hat es auch so gut. Er hat übelst die Location, bei dem geht immer was und er, weiß ich nicht, die Leute verehren ihn, vergöttern ihn, ne? Ne? Würdest du auch gerne mal einen Schilling anfassen? Ich wusste so, siehst du. Ich wäre beinahe. Ich war mal im Stadtpark, aber ich habe ihn leider nicht getroffen. Aber der Arm war zu kurz. Sie hätte beinahe, aber der Arm war zu kurz. Sie konnte dann doch nicht. Ich habe ihn noch nicht mal irgendwo in der Arena sitzen. Jetzt ist es auch noch der Hauptaccount vom Kaiser Kai. Ach, es tut mir so leid. Grüße gehen raus. Oh, ich werde bekloppt. Gestern war das so eine Qual, dieser Floor überhaupt irgendwie fertig zu machen. Und jetzt auf einmal hier, knack, boom, weg, zack. Hier wird ein Meter groß. Spieger Floor. Du sagst das Schwerste, der Schilling sagt, das ist das Leichteste und das Glurak ist das Schwerste. Das ist das Schwerste, weil er den höchsten Verteidigungswert hat. Aber er hat ja immer Metagross genommen und das hat er gegen Turtok genommen, das hat er gegen Bisaflor genommen. Und weil er es ja nicht gegen Turtok nehmen konnte, war es Turtoks Schwerste. So, meine Damen und Herren, das war's. So eine aufgebrachte Truppe da. Und ich bin mal gespannt, wo jetzt in der Nähe dann ein... Shiny. 13,60, 13,80. Was Shiny? Shiny auf einem. 13,48. Und es ist natürlich nicht der Main-Account. So, jetzt mal schnell fangen. Schnell tauschen. Das Video beenden und dann das Glurak-Video neu machen. Versteht ihr? Der Kaiser Kai. Kaiser Kai, komm, wenn du möchtest, kann ich für dich heute Abend. Nein, das machen wir nicht. Der arme Kaiser Kai. Der hat, ich weiß, der hat wahrscheinlich noch gar keinen Glurak. Wollte unbedingt Glurak. Jetzt machen wir Turtok. Ja, dann ist Turtok wahrscheinlich ja dem egal. Außerdem, ach, ich weiß es nicht. Ja, aber er ist auf jeden ist Fall gut, drin. Weil wir gleich gegen, heute musste ich keinen Meisterball benutzen. Das ist ja richtig genial. Aber das wisst ihr ja gar nicht und deswegen gucken wir uns das mal kurz an. Maxen kann ich hier eh nichts. Ist auch egal. Jetzt gehe ich zurück. Ich soll was lecken. Wenn die mich meinen oder was, müssen wir noch mal kurz gucken. Ja, ich glaube, du bist gemeint. Ja, in so großen Gruppen, da muss man auch Namen verwenden, so wie du Arsch oder so. Da weiß ich, dass ich gemeint bin. Ey, Arschloch, Max-Freunde. Ich brauche auf jeden Fall jetzt 800 wie Partikel wieder. Und ich habe nur 700. Ich muss irgendwo kurz noch einen Stopp drehen, dass ich das wieder kriege. Aber das war jetzt Turtok, meine Damen und Herren. Wir machen auf zum Glurak, aber das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.